Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es darum, Schotter oder hier in dem Fall Mineralgemisch zu verdichten. Warum macht man das Ganze überhaupt und was bringt das und wie wird es gemacht? Das möchte ich euch jetzt hier in meinem nachfolgenden Video einmal zeigen. So, hier könnt ihr einmal die Mineralgemisch- oder Schotterschicht aus nächster Entfernung sehen. Und wie man sehen kann, sind jetzt hier so Schottersteine in der Größe von 32 bis, ich sag mal, 60, 70 mm vorhanden. Das Ganze ist noch lose und somit ist es keine Tragschicht. Erst durchs Verdichten bzw. jetzt durchs Abrütteln werden die groben Verzahnungen der Schottersteine ineinandergreifen und es entsteht ein richtig stabiles Konstrukt. Zum Beispiel für Terrassen, Hofeinfahrten etc. wird das benötigt. Wenn die Verzahnung ineinander greift, ist es wirklich sehr, sehr tragfähig. Man spricht auch von einer Tragschicht. Und das Gute ist, Regenwasser kann ungehindert hier auch abfließen. Deshalb ist es aber wichtig, dass ihr schon in der Unterkonstruktion, also alles, was unter der Mineralgemisch- oder Schotterschicht ist, dass ihr da schon ein Gefälle mit berücksichtigt, wo das Regenwasser dann auch hinfließen soll, da sich die Mineralgemischschicht nicht als Gefälle fürs Regenwasser eignet. Je nachdem, wie hoch eure Schicht an Mineralgemisch ist, muss verdichtet werden. Es gibt verschieden schwere Platten. Wenn man eine kleine Fläche hat, kann man das mit einem Handstampfer machen. Dann sollte allerdings auch die Höhe des Mineralgemisches nicht zu hoch sein. Wenn ihr etwas höhere Schichten habt, könnt ihr das schichtweise verdichten oder ihr nehmt einen immer schwereren Rüttelplatte dann. Es gibt die meistens in der Größenordnung 80, 95 oder auch 150 Kilo im Geräteverleih auszuleihen. Und wir haben uns für eine Rüttelplatte entschieden mit 95 Kilo. Und damit werde ich euch jetzt zeigen, wie wir hier unser Mineralgemisch einmal verdichten. Könnt ihr mal aus nächster Nähe noch mal sehen, wie das aussieht, wenn das Mineralgemisch verdichtet wurde nach dem Abrütteln. Man kann richtig sehen, wie diese grobe Verzahnung jetzt ineinander greift und dadurch wirklich eine richtig feste Unterkonstruktion entsteht. Im Prinzip das, was ich euch am Anfang des Videos auch schon gesagt habe, so sieht das jetzt aus. Ich würde euch empfehlen, je nachdem, wie hoch die zu rüttelnde Fläche ist, da mehrfach drüber zu fahren. Das haben wir auch gemacht. Und dann wird auch wirklich eine richtige feste Unterkonstruktion raus. Jetzt kann man noch feinen Split drauflegen und dann könnte man es pflastern. Manche Leute nehmen auch Sand dafür. Persönlich favorisiere oder bevorzuge ich dafür allerdings den Split. Sand sackt doch immer noch etwas mehr ab als Split. Und aus dem Grund würde ich euch auch Split empfehlen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr wie immer unten in den Kommentaren loswerden. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!